Guten Morgen oder guten Tag oder grüß Gott und nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, man kann mich akustisch verstehen. Der Titel meines kleinen Beitrags ist, den haben Sie heute schon einmal gehört, ne? Der stammt von John Cage und nicht von mir. Das möchte ich zu meiner Entlastung sagen. Ich variiere aber dieses Motiv auf meine Weise, wie Sie gleich sehen werden. Also, kürzlich sticht mir an einer Pinnwand im Café ein Aushang ins Auge. Seine Überschrift: Tanz dich, Management von innen. Angekündigt wird ein Performance-Workshop plus Coaching. Der Workshop will Unsichtbares sichtbar machen. Als Paten hat man John Cage aufgeboten und seinen Satz: If you celebrate, it is art, if not, it's no art. Die gute Nachricht: Es werden keine Tanzerfahrungen vorausgesetzt. Eigentlich klar, denn ich soll ja mich tanzen und nicht etwa einen Tanz. Man kennt solche Angebote wie Menschen, die, wie wir alle, einen kreativen Traum, einen Wunsch nach Veränderung haben. Man kennt die breite Szene, die sich heute zwischen Kunst und Psychotherapie erstreckt. Was wir aber noch nicht kannten, war Management von innen. Natürlich reden wir routiniert von Selbstmanagement, Krisen- oder Risikomanagement, aber was hat das mit Tanz zu tun? Hätte man vor ein paar Jahren die Wörter Tanz, Kreativität, Performance, Potenzial und Management in einen inhaltlichen Zusammenhang gebracht, hätte man Kopfschütteln ausgelöst. Heute ist das anders. Tanz ist Management von innen oder kann es zumindest sein, weil in beiden einstmals getrennten Sphären dasselbe Prinzip waltet. Nennen wir es das Performance-Prinzip. Noch ist es nicht lange her, dass man das Wort Performance im deutschen Wörterbuch überhaupt nicht fand. Heute bezeichnet Performance mit steigender Tendenz alles, worauf es im Leben ankommt. Wenig kann unter zeitgenössischen Bedingungen keine Performance sein, eigentlich nur noch das, was im Verborgenen stattfindet. Performance nennen wir zum Beispiel die Bewegung eines Aktienindex. Performance verspricht uns der Bankberater für unsere Kapitalanlagen. Performance heißt auch unsere sexuelle Leistung bzw. Leistungsfähigkeit, die durch Performance steigernde Präparate verbessert werden kann. Auch für die Angst um die eigene Performance gibt es bekanntlich ein Wort: Performance Anxiety, also Performance Angst. Performance bezeichnet das Zeitverhalten von Programmen, Aktienkursen, Geräten und eben auch Personen. In den meisten Fällen lässt es sich messen, in jedem Fall aber zeigen und bewerten. Auch meine Leistung oder Nichtleistung am Arbeitsplatz heißt jetzt Performance. Wenn wir sagen, der Kollege habe eine mittelprächtige Performance abgeliefert, beschreiben wir damit nicht nur, was man einmal Leistung nannte, sondern immer auch ihre Darstellung, Präsentation und Verwertung. Auch an ehemals nicht theatralen Arbeitsplätzen dominiert jetzt das Performance-Prinzip. Wir präsentieren, stellen dar, führen auf und wissen dabei manchmal selbst nicht mehr, ob das, was wir Arbeit nennen, nun eher Tanz ist oder Management oder vielleicht beides. In den letzten Jahren haben sich die Sphären der bildenden und darstellenden Kunst auf der einen Seite und des Managements auf der anderen Seite miteinander angefreundet. Das ist insofern erstaunlich, als ja früher die Künste der Wirtschaft ganz pauschal gesprochen großteils skeptisch, feindselig oder auch nur ahnungslos gegenüberstanden, was von der Wirtschaft mit ähnlichen Einstellungen quittiert wurde. Allenfalls kritisierte die bildende Kunst, man denke etwa an Joseph Beuys, die vorherrschende Wirtschaftsweise und bot spielerische Alternativen. Man kann sich nun fragen, ob die Kunst das Management gekapert hat oder umgekehrt das Management die Kunst. Die zweite Annahme würde von der zunehmenden Ökonomisierung aller Lebensbereiche ausgehen, was fraglos stimmt, aber zu kurz greift. Eher ist es so, dass die Künste, genauer dieses Phänomen, das wir Contemporary Art nennen, auf die Welt der Wirtschaft übergegriffen hat. Jeder Mensch sei ein Künstler, hatte Beuys gesagt und damit Recht behalten, aber auf etwas andere Weise als von ihm, denke ich, damals gedacht und gemeint. Wer heute etwas auf sich hält, verhält sich auch als Nicht-Künstler wie ein Künstler
mit dem Ergebnis, dass jeder Künstler, der etwas auf sich hält, sich wie ein Nicht-Künstler verhalten muss. Ehedem eine mal beneidete, mal verspottete Randfigur der bürgerlichen Gesellschaft ist der Künstler in ihre Mitte aufgerückt. Die neue Konvergenz von Künstler und Manager steht im Zeichen der Performance. Ich performe, also bin ich. Dieser Satz unterschreibt nur derjenige nicht, der es im Leben lieber zu nichts bringen möchte. Neben all den anderen Wortbedeutungen ist Performance natürlich auch der Name für eine höchst erfolgreiche Kunstform, die in vieler Hinsicht das alte Schauspieler-, Regie- und Stücke-Theater abgelöst hat. Hervorgegangen aus Einflüssen wie Dada, dem Situationismus und Artaus Theater der Grausamkeit, hat sich Performance Art seit den 60er Jahren zu einem neuen Hybrid zwischen Theater, Tanz und bildender Kunst entwickelt, gegen die manche älteren Kunstformen zunehmend museal wirken. Performance ist kein Drama, kein Stück, sie hat kein Skript. Sie ist mit einem mächtigen Wort ein Prozess, an dem Akteure, die keine Schauspieler oder Darsteller sind, mit ihrer leiblichen Präsenz beteiligt sind. Der Performer spielt nicht, er agiert in der Zeit und keine seiner Aufführungen ist wie die nächste. Der Performer beteiligt uns Zuschauer an einem Zeitverhalten, für das es keine Vorschrift gibt. An die Stelle der Spielregel ist der existenzielle Einsatz des Darstellers getreten. Natürlich gibt es noch immer das herkömmliche Sprechtheater, aber es verliert an Bedeutung. Wer will heute noch nach Vorgaben spielen, nach einem Skript, das nur noch inszeniert werden muss? Lieber setzt man sich wie Marina Abramović ein paar Wochen lang stumm ins New Yorker MoMA und lässt die Kette der Besucher an sich vorbei defilieren, ohne dass sonst etwas geschieht. Time-based Art, also zeitbasierte Kunst, heißt diese nicht mehr ganz neue Tendenz, entstanden vor Jahrzehnten aus dem Happening, aber inzwischen in ein ganz neues Stadium eingetreten. Das Happening war vor allem Provokation und lustvolle Verweigerung. Die Performance dagegen siedelt näher am Ritual. Sie ruft alte, auch religiöse und liturgische Formen des Zeitverhaltens wach. Man denke etwa an das Ritual der Prozession. Überall ist jetzt Performance und das legt die Frage nahe, was früher an derselben Stelle war. Performance bezeichnet eine Sache irgendwo im Begriffsfeld zwischen Show, Aufführung, Ausstellung und Präsentation und meint doch etwas anderes. Performance bezeichnet den Zustand oder das Schicksal der Künste, namentlich der dem theatralen Künste, im Zeitalter der Selbstregierung, der von Michel Foucault so getauften Gouvernementalität, in der die Wünsche der Regierenden an uns mit unseren Wünschen an uns selbst so sehr harmonieren, dass die Regierung sich sozusagen auf das Controlling unserer Selbstführung beschränken kann. Performance also ist das Gegenteil von Show. Keine Täuschung, keine Illusion und kein Als-ob. Alles ist echt. Das Blut, der Schmerz, die Tränen. Marina Abramovics Weltruhm verdankt sich diesem Versprechen. Performance heißt demnach die Stunde der Wahrheit und das Ende des Spiels. Ob nun in den Charts, im Bett oder auf der Bühne, auf der allerdings kein Stück mehr geboten wird. In der Performance stehe ich selbst auf dem Spiel, nicht als Darsteller und Rollenspieler, wie einstmals im Leben und Theater, sondern als Performer meiner selbst. Performance ist ein anderes Wort für den Ernstfall, in dem wir uns beweisen müssen. Der Name des Ernstfalls ist Identifikation. Früher lag es nahe, sich am Arbeitsplatz nicht zu sehr zu identifizieren, sei es mit der Arbeit selbst oder mit der Stelle, die man einnahm. Die Arbeit, könnte man sagen, war auch dementsprechend. Wie hätte die Identifikation eines Fabrikarbeiters oder eines Bauern mit seiner Arbeit ausgesehen? Es war wohl der Normalfall, dass man seine Arbeit hasste. Inzwischen haben sich unsere Arbeitsplätze weithin vermenschlicht, nicht nur, weil uns Maschinen manche gröbere Tätigkeit abnehmen, sondern auch, weil sich Arbeitgeber um unser Wohlergehen kümmern und weil sie uns glauben machen, beim Arbeiten würden unsere besten Kräfte beansprucht, allen voran unsere Kreativität. Kreativität, ein Wort, das erst durch die amerikanische Arbeitspsychologie der Nachkriegsjahre in Umlauf kam, ist der neue Standard, die neue Normalität unserer Arbeitsplätze. Weil wir glauben, am Arbeitsplatz kreativ zu sein, können wir unsere Arbeit nicht mehr hassen. Sonst würden wir uns selber hassen.
Die Kreativität ist ja kein erlerntes Handwerk, keine Fertigkeit, sondern eine Gabe, an der wir uns im Leben ebenso messen lassen wie im Beruf. Wenn sich heute Kunst und Management auf Augenhöhe begegnen, geschieht das im Geiste identifizierter Arbeit. Künstler und Manager, zumindest im Selbstbild, sind Menschen, die den Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit nicht kennen, die in Räumen, die einerseits White Cube, andererseits minimalistisches Chefbüro, einander immer mehr ähneln, vorwiegend immaterielle Arbeit leisten. Beide Typen, sagen wir, der Konzeptkünstler, der ehemalige Industriehallen eher mit Ideen als mit Objekten bespielt, oder der Broker in der Finanzindustrie, der die Schulden der einen in den Reichtum der anderen verwandelt, erschaffen Wert aus fast nichts. Genau deshalb sind sie kreativ. Während freilich in Künstlerkreisen das Wort Kreativität inzwischen weithin als peinlich empfunden wird, drängen alle ehemaligen Nichtkünstler, etwa Friseure, Werber, Köche und eben auch Manager, mit Macht nach der Kreativität. Kreativität hat sich normalisiert, sie ist eine Ressource geworden, ein Potenzial, das wir im Tanzworkshop ohne weiteres wecken können. Was ist so attraktiv an dieser verallgemeinerten Kreativität, dass sie es ist, die uns Tag für Tag auf Trab hält? Kreativität muss nicht heißen, dass unsere Arbeit künstlerische Produkte oder gar Werke abwirft. Das tut sie auch beim Konzeptkünstler schon lange nicht mehr. Kreativität heißt, dass ich für meine Performance selbst einstehe, und zwar als ungeteiltes, identifiziertes Subjekt, nicht etwa als Arbeitnehmer oder Rollenspieler, der sich jederzeit verweigern oder in die innere Emigration abmelden kann. Ich bin nur, soweit ich performe, präsentiere, sichtbar bin, es sei denn, es gelänge mir, selbst meine Unsichtbarkeit als Performance zu verkaufen. Fragt man nach der Vorgeschichte dieser neuen Konstellation, landet man in den frühen 50er Jahren. Performance, Kreativität, Motivation, Management, von alledem hatte man in Europa noch nicht viel gehört, als von Amerika her neue Wörter und Phänomene ins allgemeine Bewusstsein drangen. Performance, man denke etwa an Jackson Pollocks Action Painting, in dem auf einmal der Produktionsprozess wichtiger war als das Werk, in dem das Malen oder Drippen selbst zur Performance wurde. Das Museum kann nur die erstarrten Ergebnisse solcher Art in Action präsentieren. Der entscheidende Moment hat vorher stattgefunden, in der Zeit des Werdens und des Prozesses. Was in Pollocks Action Painting zur Aufführung gelangte, war keine Repräsentation eines gesetzten Themas, sondern der Akt der Malerei selbst. Weniger die Kunst der Performance wird hier vorgeführt, sondern die Performance der Kunst. Malen ist Handeln, so wie Sprechen Handeln ist. Zur selben Zeit entwarf John L. Austin seine folgenreiche Sprechakttheorie, in der er zeigt, wie wir mit bestimmten Wörtern Dinge tun, statt sie etwa nur zu bezeichnen. Schon immer bezeichnet das Wort Performance im Englischen sowohl den Vollzug einer Handlung wie deren Aufführung. Seit den 50er Jahren dehnt sich die Wortbedeutung dann auf Verläufe und Prozesse aller Art aus, deren Gemeinsames darin bestand und besteht, weniger von Anfang und Ende bestimmt zu sein, als von ihrer Basis in der Zeit. Auch beeinflusst durch Austin hat sich in der Folge die Praxis der Performance auf breiter Front durchgesetzt, in der Kunst ebenso wie im Alltagsleben. Performance, diese Kunstpraxis irgendwo zwischen Theater, Tanz und bildender Kunst, ist dem Menschenbild und Subjektverständnis des neuen immateriellen Kapitalismus, Finanzindustrie näher als jede andere Kunstform. Es geht nicht um Werke im Büro, so wenig wie in der Galerie. Es geht um Präsentationen. Der Nachweis unserer Lebendigkeit gelingt nicht mehr durch Werke, sondern durch das, was wir präsentiert haben. Wer Performance sagt, sagt Sichtbarkeit. Wer Sichtbarkeit sagt, sagt Zuschauer, Beobachter, Analytiker, schließt in jedem Fall ein Gegenüber ein, das meine Performance registriert, misst und bewertet. Wenn ich meine berufliche Leistung innerhalb eines gesetzten Zeitraums als Performance bezeichne, dann heißt das, ich stelle meine Arbeit dar. Ich stelle sie vor und ich stelle sie aus. Ich bin gleichsam ein Exhibitionist meiner Arbeit, in dessen Tun die Öffentlichkeitsarbeit das seht her, untrennbar mit der Arbeit selbst, wenn dieser Unterschied noch trägt, verbunden ist.
Man kennt denselben Exhibitionszwang von bildenden Künstlern. Nicht länger geht es anscheinend darum, im Atelier entstandene Werke sodann im Schauraum auszustellen. Vielmehr werden Werke gleich auf den Ausstellungsraum hin entworfen als site-specific Installation, die kein Dasein außerhalb der Ausstellung mehr kennt. Das Dauerexhibitive ist der Ausdruck einer kulturellen Situation, die Kunst und Arbeit gleichsam unter Lebendigkeitszwang stellt und Sichtbarkeitszwang. Nichts soll dem Blick entzogen sein, nichts soll außerhalb des Schauraums stattfinden. Was zählt, ist die Aufführung und Präsentation der Leistung vor Zeugen. Der Werk-, der Arbeits- und der Leistungsbegriff haben sich unter zeitgenössischen Hochaufmerksamkeitsbedingungen geleitet, wahrscheinlich vom Berufsbild des Börsenhändlers, der rund um die Uhr der Bewegung immateriellen Geldes um den Erdball folgt, dramatisch verändert. Wir alle oder fast alle sind zu Extremisten unserer Berufsausübung geworden, die an sich Maßstäbe anlegen, die früher allenfalls im Hochleistungsbereich galten, etwa im Sport oder in der Kunst. So wie sich die aus der Kunst stammenden Kreativitätsvorstellungen normalisiert haben, hat sich die Vorstellung von mittlerer durchschnittlicher Arbeitsleistung und Belastbarkeit verflüchtigt. Das Unternehmerische selbst findet man nicht nur, wo man es erwarten würde, in den Chefetagen der Unternehmen, sondern in jedem mittleren Büro, wo Angestellte trotz eingeschränkter Bezahlung den Traum vom entfesselten, künstlerisch, unternehmerisch, selbstidentifizierten Dasein träumen und mit ihren Smartphones die eher dem der Freiheit und Freizeit vorbehaltenen Zeitzonen nachhaltig verseuchen. Der neue Konformismus des Performers hat sein Rollenvorbild ironischerweise im Nonkonformismus des Künstlers. So wie dieser die Nacht zum Tage macht, weil es die Inspiration gebietet und kein Dienstplan verbietet, kann der Büroperformer noch spät nachts ein paar PowerPoint-Folien für die morgige Präsentation fertigen und sich dabei, wenn schon nicht wie ein Künstler, dann wie ein Held fühlen. Das Performance-Prinzip hat uns fest im Griff, fast gleich in welchem Berufsfeld wir arbeiten. Performance ist das Prinzip unserer gegenwärtigen Freiheit. Wir müssen keine fremden Stücke mehr nachspielen, wir dürfen unsere Vorgaben und Ziele selber setzen. Wir werden nicht mehr geführt, sondern nur noch controlled, gecoacht und gemonitort. Wir befinden uns in einem Freiheitsregime, das uns immer weniger sagt, was wir zu tun haben, weil es mit Recht erwartet, dass wir selbst wissen, was wir zu tun haben und dass sich unser Tun mit den allgemeinen Erwartungen deckt. Die neuen Zwänge kommen fast ohne die alten Zwangsmittel aus, die uns früher einmal am Arbeitsplatz in die innere Emigration, die Entfremdung und Depression trieben. Man könnte denken, dass selbstregierte, hochidentifizierte Performer, sei es in der Kunst oder im übrigen Leben, nicht mehr an den alten Berufskrankheiten erkranken. Wie auch, sind sie nicht im Reich der Freiheit angekommen, in dem sie endlich ihre eigenen Potenziale und Kreativitäten ausleben dürfen? Man kennt andererseits die Lebens- und Leidenserzählungen von Überperformern. Sie leisten nicht nur am Arbeitsplatz und in ihrem Familienleben Außerordentliches, sie gehen auch in der verbleibenden Freizeit über sich hinaus, als Triathleten, Extremsportler und sei es nur, weil das Potenzial es gebietet. Man kennt aus den Medien die Absturzgeschichten der hochperformanten Kreativen. Ihr Leiden heißt nicht mehr Depression, sondern Burnout. Voraussetzung für den Burnout, und das erklärt, denke ich, auch den Stolz vieler Burnout-Patienten, Voraussetzung für den Burnout ist freilich, dass jemand brennt oder gebrannt hat. Hätte man früher einen Büroangestellten nicht für verrückt erklärt, wenn er behauptet hätte, für seinen Job zu brennen? Hat etwa der Bürobeamte Franz Kafka für die Prager Unfallversicherungsanstalt gebrannt? Von Kafka immer noch mein Lieblingszitat zu all diesen hier aus seinen Tagebüchern: Das Sprungbrett unserer Lustigkeit ist die letzte Arbeitsminute. Grandios. Das Brennen ist zur Normaltemperatur des performativen Bürosubjekts geworden. Das Ausbrennen ist dann nur eine Frage der Zeit. Vor lauter Präsenz, Performance und Kreativität haben wir uns heiß gelaufen und wissen nicht mehr, wer wir sind. Der Extremismus der performanceorientierten Lebensführung führt unweigerlich in die Burnout-Klinik und aus ihr wieder heraus in neue Phasen der Rekreation und Rehabilitation, in der wir uns den alten Extremismus wieder, diesmal aber achtsam, antrainieren.
Man müsste gegen diesen neuen Konformismus der übermäßig leistungs- und darstellungsfrohen zum Widerstand aufrufen. Aber worin würde er bestehen? In der Verweigerung der Performance? Aber dann blieben wir ja unsichtbar. Genau, die Voraussetzung für die Wiederherstellung unserer Souveränität wäre unsere Unsichtbarkeit, die Nichtpräsentation. Von wem könnte man aber diese Kunst des Rückzugs lernen? Von Künstlern vielleicht? Sicher nicht von Performance-Künstlern, sondern von Künstlern des Rückzugs. Vielleicht von dem alten litauischen Regieassistenten im grauen Kittel, dem der Autor und Regisseur René Polesch einen kurzen, aber eindringlichen Text gewidmet hat. Ich zitiere: Er ist alt und trägt einen grauen Kittel und sein Selbst bleibt vollkommen unausgedrückt. Der holt mir keinen Kaffee und erzählt sich dabei eine Geschichte oder träumt von einem diffusen Bereich, der allen offen steht. Der holt mir einfach nur meinen Kaffee. Der schreibt einfach seine Probenpläne. Sein grauer Kittel kann keine Geschichte erzählen einer Selbstverwirklichung. Dessen Selbst bleibt völlig unausgedrückt. Das ausdruckslose Selbst im grauen Kittel, vielleicht stellen solche Figuren ja etwas von der Würde wieder her, die uns Subjekten durch das Performance-Prinzip abhanden kam. Vielen Dank. Cool. Dankeschön.